hier in Friedrichshain. Früher war das alles so Working Class hier, das war alles cool, besetzte Häuser und hier war eine Szene. In Friedrichshain gab es eine gute Szene, ne? Und das hat mich schon immer so ein bisschen angezeigt. Deswegen auch hier der Tätowierstudio. Der hier vom Oldschool Tattoo Berlin. Somebody has said that he'll be gone when the winter comes. Es war ja verboten in der DDR, also wurde die duldet, aber war eigentlich verboten. Also ich hätte nie einen Werbeschein für ein Tätowierstudio gekriegt in der DDR, nie im Leben. Und deswegen war ja für mich auch klar, dass ich in diesem Staat nicht alt werden möchte. Ne? Ich war ja, man kann es schon sagen, war ein Staatsfeind. Ne? Also ich wurde als Staatsfeind geführt von der Staatssicherheit, weil ich eben nicht so wollte, wie die das wollten. Ne? Tja, dann geht los mit Knast. Ne? Für meine Einstellung bin ich eingesperrt worden und das lange genug. Ich habe im Gefängnis gemalt und dann hat mal irgendeiner zu mir gesagt, Mensch, tätowier da mal. Ich sag, ja, würde ich gerne. Würde das gerne alle haben wollen. Das war ein ziemlich alter Herr schon, der war schon um die 60 oder Freddy, weiß ich gar nicht genau. Der hat mir das Tätowieren beigebracht. Und ja, ich habe reichlich Farbe unter der Haut gebracht im Gefängnis. Alles, was so die Strafvollzugsbeamten so ein bisschen auf der Palme gebracht hat, das waren natürlich Sachen, die da gerne gestochen wurden. Und in den Zuchthäusern, wo ich war, da, das war kein Zuckerstecken. Also war unsere einzige Beschäftigung, die wir nebenbei hatten, weil wir kein Fernseher nicht hatten, klar, mehr tätowiert. Ne? Da wurde, auf jeder Bude wurde da tätowiert. Problem war, bist du natürlich beim Tätowieren oder wenn du dich tätowieren lassen hast, erwischt worden. Ja, mit 3 Wochen Bunker. Alle Bäde sind runtergegangen dann, ne? 21 Tage. In der DDR selber wurde ja auch tätowiert. Also ich kannte sehr viele Leute, die zu Hause tätowiert haben. Traditionell tätowiert, da gab es auch noch keine maschinellen Tätowieren. Die ging erst alles Ende der 80er Jahre los, wo die Leute sich dann selber Maschinen gebaut haben. Ne? Und wir DDR kennen, aber wir waren erfindungsreich. Aus was wir Tätowiermaschinen gebaut haben, das kann sich heute gar kein Mensch mehr vorstellen. Ja, dann kam ja der Tag X 1989. Der Fall der Mauer, das war für mich das einschlagendste Erlebnis überhaupt in meinem Leben, definitiv. Da ging mein zweites Leben los. Davor hatte ich kein Leben. 28 Jahre lang seit dem Bau der Mauer am 13. August 1961 haben wir diesen Tag herbeigesehen und herbeigehofft. Wir Deutschen sind jetzt das glücklichste Volk auf der Welt. Ich war gerade in Einzelunterbringung, weil gerade wir Interviewer haben sie mich weggesperrt. Und pass auf, da kam der... Der Kafakter war so ein Mensch, der hat dir das Essen gebracht und alles sowas, ne? Und der klopfte an meine Tür und sagte, ey, Kalle, die Mauer ist hier fallen. Ich sag, pass auf, Gott, wenn ich morgen früh rauskomme, bist du der Erste, der ein Brett von mir kriegt. Sag mal, bist du bescheuert? Was erzählst du denn hier? Ich konnte das ja nicht glauben. Dann sagt er, warte, und schieb mir das neue Deutschland runter. Die Mauer ist weg. Dann bin ich komplett ausgeflippt da unten. Ich bin gleich auf der Glocke gegangen, ich war ja politischer Gefangener. Dann kam auch gleich Schließerpersonal und sagte, packen Sie Sachen ein, Sie gehen hoch auf Station. Ich sage, nee, gehe ich hoch auf Station, ich will hier sofort entlassen werden. Was ist mit euch los? Seid ihr nicht ganz dicht? Das wird jetzt alle geklärt in den nächsten Tagen, gehen Sie mal hoch. Ja, am 9. ist die Mauer gefallen und am 12. bin ich amnestiert worden. Ja, dann stand ich da in Berlin. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Das ist für mich die größte Revolution, die jemals auf diesem Planeten gegeben hat. 16 Millionen, ein ganzes Volk hat sich aus Ketten nach oben gesagt, jetzt reicht's. Ihr seid die Geschichte, wir sind das Volk. Krieg heute noch eine Gänsehaut weg, das sehe ich in Leipzig. Wenn die Hunderttausender lang marschieren und schreien, wir sind das Volk. Ja? Und das ist eine Aussage, die hat so viel Kraft. Ja? Das Volk hat dem Staat gesagt,
ihr habt jetzt hier noch Scheiße gemacht, jetzt sind wir dran. Und als Gorbatschow nach Berlin kam und den berühmten Satz gesagt hat, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben, das hat er zu Honecker gesagt. Da haben wir alle getobt im Knast. Da wussten wir, ey, das war's. Die Russen unterstützen den nicht mehr. Da musste nicht mal schlau gewesen sein, um das zu begreifen, was da gerade passiert ist. Und der schönste Versprecher der Welt ist ja wohl Schabowski gewesen. Die Grenze wird ja erstmal, nach meiner Meinung geht das ab sofort. Also Genossen, mir ist hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich in Ihrem Besitz sein. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. Dann habe ich erst so anderthalb Jahre so ein bisschen rumgeeiert. Robert hat ja dann kennengelernt, mein Geschäftspartner. Den habe ich ja schon 89 kennengelernt. Dann haben wir so anderthalb Jahre haben wir nur rumgeeiert. Ja, wir machen Tattoo-Studio auf und hin und her. Haben nie was gemacht. Und irgendwann haben wir uns dann zusammengesetzt und gesagt, ey, wir müssen das jetzt machen, sonst machen wir das nie. Und dann haben wir das erste Tätowierstudio aus Berlin aufgemacht. Das Ding ist eingeschlagen wie eine Bombe. Also, ich wusste, dass die Ostkinder sehr hungrig nach Tätowierung sind. Aber dass das Ding so einschlägt, da hat keiner von uns mitgerechnet. Gar keiner. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Also für mich ist das Tätowieren eine Lebensphilosophie. Ja. Viele sagen, das ist eine Kunst. Ich sage, das ist ein Handwerk, was jeder lernen kann, wenn er ein bisschen kreativ ist. Ich werde nie wieder was an dem tun, weil es mich voll ausfüllt in meinem ganzen Sein, Dasein und ja, und viele kennen mich ja auch nur so. Ich denke, dass Tätowierungen auch eine Art der Selbstdarstellung sind. Viele Leute arbeiten ja mit Motiven, die unmittelbar auch was mit ihrem Leben oder mit ihrem Umfeld zu tun haben, ne? Oder mit einer Religion. Also heutzutage kann man ja alles tätowieren, ne? Und deswegen finde ich es auch, dass es so sehr, sehr vielschichtig ist und dass man nicht immer dasselbe machen muss. Ne? Es gibt schon Tattoos, die sollten Tätowierer nicht machen. Ja? Alles, was so in die faschistoide Richtung geht, sollten Tätowierer nicht tätowieren. Ja? Obwohl ja da das auch breitflächig ist, was man alle faschistoid nennen kann und was nicht. Ne? Also Sid Vicious ist zum Beispiel 1976 mit einem Hakenkreuz-T-Shirt auf der Bühne gegangen. Ne? Für einige Länder ist es Rock'n'Roll, für uns ist es Antisemitismus, klar. Ja. Und so weit tätowier ich nicht, prinzipiell nicht. I wanna destroy. Kunde. Der hieß Willi, war 81 Jahre alt. Der hat sich von mir tätowieren lassen. Full Metal Jacket. Born to Kill. Diesen Helm mit dem Peacemaker und die Mumpeln hier drauf. Das Teil habe ich den tätowiert. Und dann gesagt, kriegst du gratis. Erstens war noch nie jemand hier, der so alt ist wie du. Und seine Frau habe ich auch tätowiert, Erika. Die war 75. Der hat eine Rolex-Krone auf dem Knöchel tätowiert, die hier oben, glaube ich, eine Lilie oder so. Fand ich fantastisch, dass so eine alten Menschen noch den Mut haben, ja,
ins Tätowierstudio zu gehen und sagen, ey, jetzt machen wir mal das, was wir immer mal wollten, aber noch nie gemacht haben. Und genau das war die Aussage von den beiden. Ja? Die haben so einen, wahrscheinlich den dritten oder vierten Frühling gekriegt, keine Ahnung, und wollten sich tätowieren lassen. Und das fand ich spektakulär. Also, mehr geht ja nicht. Ja? Gerade die ältere Generation ist ja doch so ein bisschen unter Vorbehalt. Daher, die sagen ja, nee, gefällt uns nicht. Aber mittlerweile habe ich festgestellt, dass auch ältere Menschen sagen, ja, das sieht schön aus, alles schön bunt. Also stoßen sich nicht mehr so. Die Gesellschaft hat das angenommen. Das war ein steiniger Weg, ein sehr steiniger Weg, muss ich sagen. Selber war es natürlich sehr schwierig, Menschen zu tätowieren, ne? Oder zu finden, die sich tätowieren lassen wollen, weil daran wurden immer Knastis erkannt. Tätowierung wurde gleichgesetzt mit Knast. Ne? Der war im Knast und das ist ein Assi und weiß ich was alles, ja, was die Menschen verbrochen haben. Darüber hat ja kein Mensch geredet. Das war ein Knasti und fertig. Ne? Then I hold my hand. I took you to the church. Then you say, oh, baby. You wanna be my man? I wanna be your man, little girl. I wanna be your man. Das merkt manchmal so im Internetstöber auf den Seiten von anderen Tätowierern. Also, das ist ja unglaublich. Das ist unglaublich, was heutzutage mit der Nadel in der Haut gebracht wird. Ja? Also, man darf ja nicht vergessen, das ist ein organischer Untergrund. Das ist kein Stück Papier oder irgendwas. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Tätowierer, der noch nie einen Fehler gemacht hat in seiner Laufbahn. Das ist Quatsch. Gerade wenn du anfängst, machst du Fehler. Ja. Und das gehört doch dazu. Das musst du ja auch lernen, alle. Mein Mentor, der hat mir damals gesagt, du, Fehler machen wir alle. Das ist scheiße. Ja. Wichtig ist, dass du lernst, wie du die Fehler nicht mehr machst oder wie du die Fehler kaschieren kannst. Ne? Also wie du die verändern kannst. Das Bild. Ne? Das ist wichtig. Alles andere ist scheiße. Ja. Und du musst deinen Job ernst nehmen. Ich hoffe, dass es noch mindestens 20, 25 Jahre weitergeht, wenn ich dann so alt noch werde. I got a mother. I got my mother, mother. And my mother, she has a father. And this father had a sexual relationship with my grandfather. And they made a child, and this child from my father, my grandfather, had sex with my brother, because my brother, he was a homosexual, but had a sexual relationship with my mother, and they had a child as well. And this child is now the father from my brother, and the brother is the sister from my grandfather, and the grandfather is the brother from my other sister.